Hallo, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Ceratus 1. Heute ist es endlich soweit. Ich zeige euch das große Feriencamp von Playmobil. Das Set kostet so um die 50 Euro. Ihr bekommt es im Internet, bei Amazon, eBay, MyToys oder auch im Spielwarenladen, im Drogeriegeschäft, bei Müller, Rossmann oder Toys R Us. Einfach mal umschauen und die Preise vergleichen. Vielleicht macht ihr ein Schnäppchen und ihr bekommt das Set etwas günstiger. Ja, und bei dem Set sind vier Figuren dabei, ein Erwachsener, drei Kinder und eine ganze Menge an Ausstattung. Es sind fünf Betten dabei, ein paar Hocker oder Stühle, ein Tisch, eine Grillstelle, eine ganze Menge zum Essen. Ganz wichtig im Feriencamp, die Kinder sollen ja nicht verhungern. Dann ist noch so ein Set dabei zum Bogenschießen mit ein paar Pfeile, ein Bogen. Ich zeige euch mal das Set von der Rückseite. Und wie ihr seht, an dem Haus, an der Rückseite, gibt es dann die Sanitäranlagen. Da gibt es eine Dusche und zwei Waschbecken. Ja, und jetzt gucken wir mal rein. Wie viele Beutel enthalten sind zum Aufbauen. Hier der erste. Seht ihr schon das Feuer? Das ist die Feuerstelle, Matratzen von den Betten und eine Toilette. Hier haben wir die Aufbauanleitung, die Seilrutsche und Kleinteile und Aufkleber. Hier die Bodenplatte vom Feriencamp. Hier sind Teile vom Haus, eine Leiter, das Podest von der Seilrutsche, Küche und noch Matratzenteile. Hier die Rückseite von dem Haus. Hier kommt die Toilette rein, die Dusche und die Waschbecken. Und auf der Seite kommen dann die Betten hin. So, dann geht es hier weiter. In dem Beutel haben wir die Figuren und das Set zum Bogenschießen. Hier sind die Waschbecken drin, so ein paar Behälter und die Hocker und ein Fenster. Hier haben wir einen Teil vom Dach. Und hier noch ein weiteres Teil. So, jetzt ist das Feriencamp fertig aufgebaut. Ihr braucht ungefähr so 30-40 Minuten. Es sind nicht so viele Teile. Ich zeige euch jetzt mal das Camp aus der Nähe. Hier an der Seite wird die Seilwinde befestigt. Das zeige ich euch später aber nochmal genauer. Hier hinten an der Rückwand sind die Betten. Hier unten sind vier kleine Betten für die Kinder. Die könnt ihr auch entnehmen. Und könnt ihr auch einzeln stellen, die haben so kleine Füße. Also könnten die auch mal draußen übernachten. Und hier oben das Bett für den Lehrer. Ist natürlich etwas größer. Und ihr könnt die Matratzen auch entnehmen. Dann habt ihr nur das Bettgestell. So, dann geht es hier weiter. Links von den Betten seht ihr die Küche. Die könnt ihr auch rausnehmen. Die hat hier verschiedene Regalfächer, ein Waschbecken und eine Kochstelle. So, dann gibt es hier vorne so eine Theke. Da kommt das Essen drauf. Hier ist das Dach mit einem ganz großen Dachfenster. Und hier die Rückseite. Hier ist eine Dusche. Hier zwei Waschbecken. Und hier ist die Toilette. Hier seht ihr das Zubehör für die Küche. Es gibt einen Topf, Pfanne, eine ganze Menge Besteck.
Teller und Tassen. Und hier seht ihr das leckere Frühstücksbuffet mit Brötchen, Kuchen, Würstchen und hinten ganz viele Getränke, Orangensaft, Apfelsaft und Milch. Hier seht ihr die Grillstelle. Auf dem Grill liegen schon leckere Würstchen. Nebendran der Tisch mit den vier Hockern. Und die Kinder, die zeige ich euch mal aus der Nähe. Hier seht ihr den Jungen mit blonden Haaren, einer Mütze, einem roten Sweatshirt mit Kapuze, brauner Skaterhose und weißen Schuhen. Hier der Erwachsene mit Sommersprossen, roten Haaren, so ein graubraunen Kapuzenshirt, blaue Hose, gelben Schuhen. Dann das Mädchen mit schwarzen Haaren, so einen ganz süßen Oberteil mit so, ja was sind das, so Bärchen, lilafarbener Hose, weißen Schuhen. Und hier nochmal ein Junge mit orangefarbenem T-Shirt, blauer Hose und ohne Schuhe, barfuß und auch mit dieser neuen Frisur. Und hier ist das Bogenset. Und was ganz cool gemacht ist, hier auf der Zielscheibe sind so Löcher. Und da könnt ihr dann die Pfeile einstecken. So, drei Treffer. Als nächstes zeige ich euch die Seilrutsche. Da habt ihr einmal dieses Absprungpodest. Auf der Rückseite ist so eine Kunststoffschraube. Die könnt ihr verstellen. Und das Teil wird dann am Tisch oder am Regal, Schrank, was ihr so in der Nähe habt, befestigt. Das zeige ich euch jetzt. Ich befestige es hier am Regal. Wird hier aufgesteckt und dann unten angezogen. Die Schraube wird angezogen und dann ist es ganz fest. Als nächstes wird das Seil eingehängt. Hat hier so einen Haken. Das kommt hier oben rein, so, wird gespannt und das andere Ende von dem Seil wird hier am Feriencamp befestigt. Dann das noch ein bisschen wegdrücken, damit das Seil richtig spannt. So, perfekt. Und jetzt kann es losgehen. Auf die Plätze, fertig und los! Jetzt ist das große Feriencamp endlich komplett eingerichtet. Ich habe euch alle Sets vorgestellt. Und als nächstes werde ich damit ein Video, einen Film drehen. Dauert aber noch etwas. Ich bin gerade am Überlegen, was ich da für eine Geschichte nehme. Falls ihr da Ideen dazu habt, könnt ihr die gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Ja, und ansonsten guckt am Wochenende wieder rein. Da kommt der nächste Film. Und bis bald. Euer Serratus 1.